Okay, ich habe jetzt mal die Möglichkeit, euch ein bisschen zu erklären, wie denn überhaupt diese Mechanik hier intern funktioniert. Und zwar ist das hier der obere Hebel, an dem der Verstellhebel, Quatsch, der Regelhebel angeklemmt wird. Den haben wir jetzt schon ausgebaut. Der hier wirkt direkt auf die Regelstange. Und hier an der Seite dieser Bolzen ist der Anschlag für die Startmenge. Und wenn der Stellmagnet den Begrenzer für die Startmenge wegdrückt, kann die Regelstange noch mal ein gutes Stück weiter nach vorne. Ja, und sobald der Startmagnet wieder loslässt, ist es nicht mehr möglich. Wenn der Stellmagnet allerdings gedrückt ist, ich zeige euch das jetzt mal, das heißt, der wird beim Start kurz betätigt, die Pumpe geht auf die Startmenge durch die Feder, der Stellmagnet zieht wieder weg. Sobald der Motor anspringt, fängt der Regler an zu regeln und zieht die Regelstange noch mal ein Stück nach hinten und automatisch springt der Anschlag wieder zurück. Übrigens, die Startmenge wird vorne an der Stirnseite des Pumpengehäuses durch so einen kleinen Bolzen hier auf dem Deckel begrenzt. Und wie man hier sieht, wird der schon von irgendjemandem wohl abgeflext, dass man mehr Startmenge kriegt. Ist ein cooler Weg für ein besseres Anspringverhalten zu gewährleisten, hat allerdings den Nachteil, dass er dann beim Anspringen ein bisschen qualmt. Also stört, glaube ich, keinen, falls dein Traktor mit MW-Pumpe schlecht anspringt, Bolzen abfallen und gut. Übrigens, auch wenn man die Volllastmenge hochdreht, kann es sein, dass eben dieser Bolzen bzw. diese Nase verhindert, dass man weitaus mehr Mehrmenge kriegt, weil man quasi in die Startmenge schon reingeht. Also wenn er irgendwann nicht mehr Leistung bringt, obwohl man noch weiter am Schrauben ist und er ist nicht am Qualmen, dann liegt das wahrscheinlich genau da dran. Um euch mal zu zeigen, wie denn so ein LDA funktioniert, also LDA, ladedruckabhängiger Volllastanschlag, habe ich hier mal einen kleinen Test aufgebaut. Und zwar ist hier oben eine Membran drin. Hier drin sitzt die Saugmengenbegrenzungsschraube. Hier unten sitzt eine Kunststoffscheibe drin, die die Volllastmenge bei Druck beschränkt. Heißt übrigens im Umkehrschluss, wenn ihr eure Volllastmenge hochdreht und habt diese Scheibe noch drin und die Scheibe ist perfekt angepasst, kann es sein, dass ihr einfach fast keine Mehrleistung bekommt, weil halt einfach diese Kunststoffscheibe noch mehr Menge verhindert. Und da geht von oben ein Bolzen nach unten durch, der kommt hier an. Hier, ich bin jetzt nur voll im Licht mit dem Finger. Aber ich werde euch jetzt mal zeigen, wie denn der LDA überhaupt regelt. Okay, ich werde jetzt einfach mal Luftdruck auf den LDA geben. Und dann könnt ihr hier oben am Bolzen sehen, wie der schön runterkommt. Na, das ist jetzt quasi, als würde der Turbolader langsam Ladedruck bringen. Und ich zeige euch das gleich noch ein bisschen genauer, was das denn für einen Unterschied hat. Ich habe jetzt die Luft mal wieder abgelassen. Na, da sieht man schön, wie der regelt. So, dass man auch die Mechanik vom LDA sieht und versteht. Die wirkt auf den quasi denselben Bolzen wie auch die Startmehrmenge. Nur dass der LDA quasi diesen Bolzen verdreht und damit eben wieder den Anschlag, den ich euch hier eben gezeigt habe, nach hinten versetzt. Kann ich euch auch nochmal genauer zeigen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie genau man das hier sieht. Oh doch, man sieht es schon. Also durch den LDA wird quasi eben dieser Anschlag wieder nach hinten geschoben und die Regelstange kann die Elemente noch mal ein bisschen in die Mehrförderung drehen.